Hallo zusammen, hier ist wieder Forstheld, heute mit einem Let's Play von Redfeather Falls. Und zwar geht's auf die Wapiti-Pirsch. Ich werde auf ein Intro an der Lodge mit Waffen zeigen verzichten. Das mache ich hier, während ich schon mal losgehe. Dabei haben wir die Blaser F3 mit Flintenlaufgeschossen. Flintenlaufgeschosse, weil ein Wettbewerb läuft für Wapitis mit Flintenlaufgeschossen. Meine Lieblingswaffen, die leisen Waffen sind natürlich auch vertreten. Hier der Recurve-Bogen. Aufgrund seiner Power auf kurze Distanz ist der für so große Tiere wie Wapitis optimal geeignet. Ich habe noch einen Revolver dabei. Grund ist ein Schwarzwedel-Wettbewerb, in dem Revolver verlangt sind, den ich auch aktiviert habe. Ich hätte noch die 8x57 im Rucksack mit dem großen 12er Glas. Sollten wir aus irgendeinem Grund in die Verlegenheit kommen, einen Weitschuss anbringen zu wollen oder zu müssen, dann können wir das auch tun. Die Blaser F3 hat noch einen weiteren Grund. Heute sind neue Blasermissionen herausgekommen. Sollten wir im Verlauf der Pirsch Elche finden, könnten wir hier an der Mission auch schon arbeiten. Ja, ich gehe kurz auf die Map, um euch einen kleinen Schlachtplan zu zeigen, was ich so grob vorhabe. Ich werde mich hier von der Lodge erstmal oben in Richtung Norden begeben, wird dann hier oben den Fluss überqueren und dann entweder diese Richtung einschlagen oder hier wieder zurückgehen. Das hängt davon ab, wie wir auch Tracks finden und auch ein bisschen nach Lust und Laune. Ich werde jetzt hier erstmal mich Richtung Norden begeben, hier weiterlaufen und Spuren suchen. Wenn ich einen Call bekomme oder wenn ich die ersten Tracks von männlichen Wapitis finde oder etwas anderes passiert, hole ich euch natürlich gleich wieder zurück. Soweit erstmal von mir. Bis gleich. Ja, hallo. Willkommen zurück. Ich möchte euch nur kurz was zeigen. Ihr seht hier um mich herum überall Tracks. Genauso ist es typischerweise, wenn ihr eine Gruppe Wapitis findet, dass ihr dann viele Tracks auf einem Fleck findet. Das hier sind jetzt leider nur Weibchen. Deswegen werde ich sie nicht weiter tracken, aber ich möchte euch kurz für diejenigen, die jetzt noch nicht solche ausführlichen Informationen auf dem Hunter-Mate angezeigt bekommen wie ich, da ich schon einen ziemlich hohen Tracking-Level habe, ihr solltet schauen, dass ihr zumindest den Tracking-Level erreicht, bei dem Gewichtsangaben dabei sind. Ich glaube, das ist 6, Level 6, wenn ich es richtig noch im Kopf habe. Ansonsten könnt ihr im Wiki natürlich nachschauen. Und wenn die Tiere alle nur bis 360 Kilo gehen, dann ist es eine Gruppe Weibchen und es lohnt sich nicht, die Tiere weiter zu verfolgen. Wenn die Gewichte über 360 Kilo hinausgehen, also 400 und so weiter, dann habt ihr Männchen und dann lohnt es sich hinterher zu gehen. Also das Tracken, weil diese Tracks von Wapitis wirklich gut zu finden sind, weil wie ihr seht, sind meistens dann viele auf einem Fleck. Das Tracken von der Gruppe Wapitis ist wirklich eine der erfolgsversprechendsten Methoden. Also ich gehe immer, ich laufe immer los und versuche, eine Gruppe männliche Tiere durch ihre Tracks zu finden. Natürlich bekommt man dann immer wieder auch mal einen Call von Männchen, bevor man irgendeine andere Spur von ihnen gefunden hat. Aber das ist sozusagen der Bonus. Die eigentliche Arbeit oder die eigentliche Taktik, die wir haben, ist, bekannte wapiti-trächtige Gebiete abzugehen, die Tracks zu finden, eine männliche Gruppe auszumachen und dann hinterher her zu tracken, bis wir den schwarzen Kreis haben, um dann die Tiere an, also den soliden Kreis haben, um dann die Tiere an uns heranzulocken durch den Caller oder durch Lockspray. Soweit erstmal, wenn sich wieder was tut, seid ihr gleich wieder dabei. Ja, willkommen zurück. Ich habe jetzt eine Spur gefunden. Ihr seht, die ist leider schon relativ alt, 46 bis 53 Minuten von einem männlichen Wapiti. Ich will mal schauen, dass ich auch gleich noch die dritte Spur finde. Und jetzt bin mir nicht ganz sicher, ob die Richtungsanzeige hier so wirklich optimal ist, weil eigentlich bin ich aus dieser Richtung gekommen und habe dort keine Spur gesehen. Deswegen vermute ich, dass diese Richtungsanzeige, die mir der Track hier gibt, nicht ganz so korrekt ist. Dort vorne sind noch andere Spuren. Mal schauen, ob das auch männliche Wapitis sind. Also ich werde jetzt versuchen, was man hier gleich auch herausfinden kann, ist, ja, ist auch ein männlicher Wapiti und das ist nochmal ein anderer.
auch ein männlicher Wapiti, eine Stunde her. Es geht wohl doch in diese Richtung. Also ich werde mich jetzt dran machen, diese Gruppe zu tracken und zu finden. Und spätestens, wenn ich diese Gruppe gefunden habe, seid ihr wieder mit dabei. Bis gleich. Gerade eben hat ein Wapiti gecallt und das wird einer aus dieser Gruppe sein, die ich hier gerade tracke. Unter Umständen können wir den sogar schon sehen. Wir durchs Glas schauen, der sollte irgendwo dort vorne am Ufer sein. Nein, ich kann ihn noch nicht erblicken, aber das macht ja nichts. Ich kann hier den Fluss überqueren, was ich auch tun werde, weil wenn die Tiere den Fluss überqueren müssen und nicht in direkter Linie auf uns zulaufen können, dann wissen wir nicht genau, von wo sie dann kommen. Ich persönlich mag es lieber, wenn ich weiß, von wo ich die Tiere zu erwarten habe. Ich call jetzt trotzdem einmal. Einfach, um auch schon mal die Aufmerksamkeit der Wapitis auf mich zu lenken. Gerade bei den Wapitis, ich könnte... Ah, die stehen sogar auf der anderen Seite. Ah, ich... Jetzt... Das ist natürlich genau anders, wie ich es gesagt habe. Wieder, oder was heißt wieder, in letzter Zeit öfters, deswegen wieder ein kleinerer Wapiti. Ich denke, dass er jetzt hier, ja, hier direkt am Übergang kann man natürlich auch callen, da ist das mit dem Wasser nicht ganz so entscheidend, weil es ist eindeutig, dass die Tiere dann diesen Übergang nutzen, um zu uns zu kommen. Deswegen hier ist jetzt auch nichts mit Lockspray notwendig. Wir callen jetzt diesen Wapiti einfach nahe zu uns her, bis er auf Bogendistanz ist und versuchen ihn dann mit dem Recurve-Bogen zu erlegen. Ich kriege hier aber jetzt noch einen zweiten Call von hinter uns. Das könnte vielleicht interessanter werden, wenn von hinten jetzt auch noch ein Tier kommt. Schauen, ob wir schon was sehen können. Ja, dort hinten sehe ich einen kleinen Wapiti, aber ich muss mich umdrehen. Und ich sollte mich nicht so wahnsinnig viel bewegen, da dieser Wapiti jetzt ja doch schon sehr nah ist. Ich hoffe, er dreht noch bei. Oder er bleibt zumindest stehen. Ja, er bleibt stehen. Ah. Aber jetzt... Das sollte ein Wirbelsäulentreffer gewesen sein. Sehr schön. So. Was ich jetzt natürlich machen werde, ist hier ein bisschen nach links gehen. Dann habe ich eine leicht erhöhte Position. Und natürlich nochmal callen. Dort links sehe ich nur Enten und dort hinten, das ist ein großer. Ja, okay. Ist auch kein wirklicher extremer Riese, aber wirklich schon ein großes Tier. Hier wäre jetzt die Möglichkeit gegeben, mit Lockspray zu arbeiten, sich zu verstecken und warten, bis dieser starke Wapiti kommt. Weil wir hier, wie wir sehen, jetzt den kleineren zuerst sehen werden. Wir sehen hier links, ich hoffe, ihr könnt es auch im Video erkennen, links dieser Tanne, zwischen Stein und Tanne, ja, ist auch schon ein besserer, also kein ganz so kleiner. Oh ja, das ist sogar ein ganz ordentlicher. Und noch einen Call. Auch von dort. Ich würde gleich nochmal callen. Also wegen des Wettbewerbes, weswegen ich die Blaser F3 dabei habe, um unter die ersten drei zu kommen, bräuchten wir, glaube ich, mindestens einen 175er oder 178er.
Und die Score-Anzeige sagt uns ja hier, dass er nur bis 300, nur in Anführungsstrichen, bis 365 geht. Weswegen ich jetzt geneigt bin, wieder den Recurve-Bogen zu verwenden. Wenn es gut läuft, können wir das Tier erlegen, ohne den anderen Wapiti, der weiter hinten läuft, zu erschrecken. Ich hoffe jetzt auch, dass der Wind nicht ungünstig für mich steht. Ein wirklich schöner Wapiti, da können wir gar nichts sagen. Ja, ihr merkt, jetzt hören wir wieder Schritte. Ist immer, wenn die Tiere 30 Meter da sind. Die Schritte sind auch dort hinten. Der andere wirklich auch ein Kapital ist. Oder wenn beide jetzt natürlich sich in Schussdistanz befinden, können wir auch versuchen, mit der Blase F3 eine Doublette zu schießen. Allerdings ist momentan der dort hinten noch etwas weit weg und der hier kriegt er uns gerade mit? Ich hoffe nicht. Aber es sieht etwas verdächtig aus. Nochmal callen, auf den Bogen wechseln. Tolles Tier. Ich befürchte, dass der zweite es mitbekommen wird. Er ist schon relativ nah da. Nein. Ah, schade. Leider hat der andere starke Wapiti es mitbekommen, wie wir ihn erlegt haben. Aber das macht ja nichts. Wir können ihn ja tracken. Und jetzt, wenn so eine Situation passiert, mein Rat, jetzt nicht in Hektik verfallen. Ruhig Zeit lassen. Wir sehen dort hinten den Wapiti. Wir können... Na, war ich jetzt zu langsam im Fernglas? Nein, dort hinten sieht man ihn noch. Seht ihr ihn? Wir können etwas beobachten, wo er hinläuft, dass wir eine grobe Orientierung haben, wo er ist. Dort hinten ist er jetzt durchgezogen, deswegen versuche ich dort hinten einen Punkt zu setzen. Dazu müssen wir zwischen den Bäumen durchschießen. So. Ich denke, auf dem Hunter-Mate haben wir jetzt den Punkt. Und jetzt lasst euch Zeit. Der Wapiti flüchtet jetzt erstmal und wenn er aufgehört hat zu flüchten, dann bewegen die sich meistens mal trabend, aber eher auf dem Fleck. Also die machen nicht mehr viel Strecke, sind aber noch nervös. Tiere im nervösen Zustand sind deutlich aufmerksamer wie im ruhigen Zustand. Das heißt, sie bekommen euch schneller mit. Wenn ihr jetzt schnell hinter diesem flüchtenden Tier hergeht, ist die Chance, dass ihr es wieder aufschreckt, weil ihr zu nah auf es drauflauft, deutlich höher. Wenn ihr euch etwas Zeit lasst, dass das Tier sich wieder beruhigen kann, und ihr dann hinter ihm hertrackt, ist die Chance, dass ihr nah an das Tier herankommen könnt, deutlich größer. So, jetzt sammeln wir erstmal hier unser erstes Opfer, sage ich jetzt mal, unsere erste Beute ein. Ein kleiner, aber eigentlich auch schon ganz schöner Wapiti. 200 tippe ich. Na, 170. Wir haben hier rechte Lunge, linke Lunge erwischt. Okay, das finde ich jetzt ein bisschen merkwürdig. Das müssen wir uns im Video nochmal angucken. Mache ich keinen Trophy Shot, weil es nicht wirklich so ein kapitales Tier. Jetzt schauen wir mal. Hoppala. Dort ist noch ein Wapiti abgesprungen. Oh, und dort hinten ist noch eins. Das sieht auch groß aus. Ein Albino. Nee, eine Schecke. Das ist ja mal hier. Nein! Nein. Ist die Schecke noch da? Die flüchten. Oh. Hier links habe ich es noch gesehen, ist ein Weibchen geflohen. Ich war noch im Stehen. Ah, das ist jetzt sehr, sehr ärgerlich. Ich werde jetzt auf jeden Fall trotzdem nochmal callen, weil ich mir nicht ganz sicher bin, ob die alle geflohen sind oder nur ein Teil. Manchmal fliehen nur einzelne Tiere und andere werden davon nicht berührt. Ja, und die Schecke ist noch da. Schaut euch das an. Und da sagt ihr mal, bei mir könnt ihr nichts erleben.
sammeln jetzt natürlich den starken Wapiti hinter uns noch nicht ein, sondern wollen jetzt diese Schecke bekommen. Ich dachte im ersten Augenblick, es wäre ein Albino, weil ich nur weiß gesehen habe, aber es müsste eine Schecke sein. Und die Schecke ist noch da und ich bin mir nicht ganz sicher. Ist sie nervös? Es könnte sein. Man sieht sie hier schlecht. Sie nimmt auf jeden Fall Wind. Aber es sieht nicht wirklich nervös aus. Nein. Okay, das wird jetzt natürlich, denke ich mal, ungeschnitten hier mit aufs Video kommen. Auch wenn es ein bisschen dauert, dann ist unser Video eigentlich nämlich schon bald zu Ende. Ich wollte ja... Also wir haben jetzt sozusagen zwei Rudel gehabt. Eins hinter uns und eins vor uns. Das war jetzt richtig ein Hotspot. Könnt euch ja leicht an der Karte merken, wo wir waren. Das war jetzt hier bei dem... Hier bei dem Hochsitz. Allgemein bekannt, ein ganz guter Spot. Wunderbar. Und hier noch ein seltenes Tier, das ist ja natürlich wie gemalt für ein Let's Play. Ich kann euch sagen, Leute, da genieße auch ich einfach nur den Anblick dieses tollen Tieres, wenn es auf uns zukommt. Natürlich hoffen wir es zu bekommen. Das ist jetzt so eine Situation, wenn das Tier jetzt abspringt, weiß ich schon, dass die Jagd, sofern ich natürlich Zeit habe, aber wenn ich keine Zeit habe, wird die Jagd pausiert, dass die Jagd lange dauern wird, und zwar so lange, bis das Tier gestreckt ist, weil seltene Tiere lasse ich mir nicht entgehen. Tolle Färbung dieser Schecke. Ihr wisst, leider gibt es nur einen... Skin. Oh. Nee, sieht, glaube ich, trotzdem gut aus. Ich wechsle jetzt auf den Bogen. Jetzt hat er mich mitbekommen. Jetzt muss es schnell gehen. Ich hoffe, wir haben die Lunge erwischt. Sehr ereignisreich, ich bin ein bisschen geflasht. Sammeln wir erstmal hier diesen wirklich schönen Wapiti ein. Ich denke, der könnte so um die 350 Punkte scoren. Gehirntreffer. 340, ja, gar nicht so schlecht geschätzt. Von dem machen wir natürlich auch einen Trophy Shot. Naja, besser wie kein Trophy Shot, würde ich sagen. So, das Weibchen steht dort drüben, ja genau. Da ich ja meine 500 voll kriegen will, würde ich das jetzt auch mit einer lauten Waffe schießen. Ich sehe es noch nicht mehr. Doch, dort steht es. So kurze Distanzen ist der 44er Revolver wirklich eine mächtige Waffe. Selbst bei Korbertreffern liegen die Tiere auf diese Distanz eigentlich meistens direkt im Knall. So. Ich lasse euch jetzt noch ganz kurz drauf. Das Weibchen hier haben wir Lunge getroffen. Das ist natürlich auch kein Trophy Shot. Wir schauen noch schnell, wie wir die Schecke getroffen haben. Also getroffen haben wir sie, da bin ich mir sicher. Und dann wissen wir, oh, das sieht nach Körper aus. Körper. Ja, also dann wissen wir, wie lange es dauert mit dem Tracken. Ich würde sagen, typisch Schecke. Das dauert ein Weilchen, deswegen melde ich mich wieder, wenn ich das Tier gefunden habe. Bis gleich. Ja, willkommen zurück. Ich bin hier noch auf der Nachsuche nach der
Checke, aber ich habe hier einen Call von dem männlichen Wapiti bekommen. Das heißt, ich werde jetzt die Nachsuche erstmal für einen kurzen Moment unterbrechen und sie nachher hier wieder aufnehmen. Sieht auch nicht sehr gut aus. Ich habe nur zweimal kurz Blut gefunden. Und danach nur Fluchtspuren. Das könnte sich ein Weilchen ziehen. Aber keine Sorge, ich bleibe da dran. Da bin ich hartnäckig. Diese schöne Trophäe möchte ich mir nicht entgehen lassen. Aber diesen Call des Wapitis schieben wir dann zwischendrin natürlich herein. Ihr seht, ich gehe dem jetzt noch aufrecht ein Stück entgegen, weil er ganz am Ende des Hunter-Mates war. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennen konntet, aber es war quasi ganz am Rand des Hunter-Mates. Jetzt sind wir schon deutlich näher dran. Jetzt würde ich auch in die Hocke gehen. Ich denke da vorne ab dem Stein spätestens. Der Stein könnte auch ein guter Punkt sein, an dem ich auf das Tier warte. Weil ich dann etwas erhöht bin. Ich würde vermutlich auf den Stein draufklettern. Ja, das bietet sich hier wirklich an. Hier auf den Stein drauf. Wunderbar. Die Richtung, aus der das Tier kommen soll, ist hier. Wir callen dann nochmal, dass er wirklich schön zu uns kommt. Wir haben heute auf jeden Fall eine wirklich spannende und abwechslungsreiche Wapiti-Jagd. Am Anfang habe ich schon gedacht, es entwickelt sich etwas zäh, weil ihr habt ja gesehen, ich war schon ziemlich weit im Norden, bis ich die ersten männlichen Spuren entdeckt habe. Dann waren die schon eine Stunde alt. Ist immer so ein bisschen so, man guckt drauf und oh, eine Stunde. Dann muss man ein bisschen tracken. Ja, aber ihr seht, das führt zum Erfolg. Man findet die Gruppen. Und generell, lasst euch von den Gewichtsangaben auch nicht so arg ins Bockshorn jagen, sage ich mal. Also wenn dort 400 bis 500 Kilo, also 500 Kilo ist die Maximum-Gewichtsangabe, steht, heißt es nicht, dass ihr einen riesen Wapiti zu erwarten habt. Ihr habt gesehen, ich habe es jetzt nicht mehr im Kopf, aber ich glaube bis 440 oder bis 460 Kilo war dieser starke Wapiti, den wir gerade aufgesammelt haben, angezeigt. Also die starken Geweihträger müssen nicht immer zwingend auch die schwersten Tiere sein. Um wirklich regelmäßig große Wapitis zu bekommen, der hier ist das Gegenteil von dem großen Wapiti. Um regelmäßig große Wapitis zu bekommen, solltet ihr einfach versuchen, so viele Bullengruppen wie möglich zu tracken und sie euch anzuschauen. Und immer darauf achten, was im Hintergrund noch kommt. Wenn jetzt hier, so wie dieser, ja, ich würde fast sagen Spießer, aber er hat ja schon ein paar Verengungen im Geweih. Also wenn so ein kleines Tier vorne wegkommt, heißt es noch lange nicht, dass das das Ende sein muss. Es kann durchaus sein, dass jetzt hinter dem noch in bis zu 100, 120 Meter Abstand noch ein starker Wapitibulle kommt. Ihr habt vorhin auch gesehen, bei diesen beiden großen Tieren, oh, das ist auch eine tolle Aufnahme, finde ich, wenn die hier so schreien. Ihr habt es bei dem starken Wapitibullen gesehen, der eine war zeitweise 70, 80 Meter hinter dem anderen dran. Wäre der andere jetzt ein kleinerer gewesen und dann zügiger zu mir gezogen, kann es durchaus sein. Ja, wir sind jetzt wirklich wieder schon unter 20 Meter. Ich sollte mal auf die Waffe wechseln. Ich habe auch das Gefühl, ich höre zweimal Schritte. Ja, genau. Der wäre deutlich schöner gewesen, übrigens. Ich habe mich jetzt, also ich habe die Schritte relativ spät, ich habe dann deutlich gehört, dass die Schritte aus einer anderen Richtung noch zweite Schritte kommen. Aber wenn das Tier schon unter 10 Meter vor uns steht, möchte ich mich nicht mehr hin und her drehen, weil das kann die Tiere vertreiben. Wir haben hier wieder einen Wirbelsäulentreffer. Ein kleines Tier. Ja. Soweit erstmal. Ich werde mich jetzt wieder zurück an die Tracks von der Schecke begeben und versuchen, das Tier zu bekommen. Also, bis gleich.